Die DAF recht herzlich zur heutigen Gemeinderatssitzung, die lieben Kolleginnen und Kollegen und die Zuhörer begrüßen den Gemeinderat Pitsch und die Frau Vizebürgermeisterin Theiler. Hast du da? Ja, du bist einer cool. Kommt die Frau Vizebürgermeisterin etwas zu spät und darf die neu anzuberaubende Gemeinderatsmitglied Cordula Eichbauer auch entschuldigt wegen Krankheit. Gute Festung. Darf die Beschlussfähigkeit daher feststellen und darf sofort zum Gericht des Bürgermeisters kommen, den ich aufgrund der Tagesordnungspunkte recht kurz halten werde. Darf bekannt geben, dass wir einen äußerst erfolgreichen Ausflug in unsere Partnerstadt Innup gehabt haben. Vorigen Wochenende der Gemeinderatsrat an die Frau Vizebürgermeisterin Theiler waren mit die Marktmusik und dort ein Instrument übergeben. Ich glaube, es war ein für alle lehrreicher Ausflug. Es hat die Jugend dort auch mitbekommen, was das heißt, wenn Grenzkontrollen so wie in Serbien wieder aufrecht sind und man 2 Stunden nicht vom Boden kommt. Also die EU zu schätzen gelernt. Dann hat es stattgefunden, dank eines gnädigen Wettergottes, nicht nur einem Fußballclub, in dem unser Verein 15 Uhr gewonnen hat am Samstag, sondern am Sonntag dann auch der Fetzenmarkt der Freiwilligen Feuerwehr, der glaube ich auch wieder recht erfolgreich war und auch ein Beitrag zur Wiederverwertung ist, ein guter. Dann vom Max Club, da war gefordert im Vorstand, da habe ich ein neues Schreiben, das möchte ich jetzt nur zeigen. Also nicht. Das gebe ich dann durch. Wir haben jetzt genau von der Heimischen Bank und Übernahme der Hallen, ich gebe das durch, damit jeder sich das anschauen kann, die Veranstaltung, die wir beschlossen haben unter Auflage dessen, dass das nachgereicht wird in der Form. Es wird zurzeit gebaut. Wir haben alle gesehen, es ist der Kreisverkehr funktionsfähig. Das heißt, den kann man wieder benutzen. Das bedeutet für alle, die jetzt von den Anrainern, die geplagt waren, von den Umfahrungen, dass das eine große Entlastung ist und es ist seit Montag auch geöffnet, die neue Zufahrt über die Volksbank zum neuen Park- und Breitparkplatz und von dort weiter hinunter beim Bärenfrost heraus quasi eine jetzt anrainerfreundliche Umfahrungsmöglichkeit, da bin ich alle mitzuhelfen, dass wir da das auch bekannt machen. Legal? Natürlich. Da bitte ich alle mitzuhelfen, dass man das bekannt macht in der Bevölkerung, dass quasi diese Straße benutzt wird, wenn ich vom Hof oder zum Hofer bin aus dem Arbeitsgebiet und nicht mehr die Flurgasse bzw. noch illegalerweise die Eintrittsstraße zu verwenden. Jetzt kommt dann die Sanierung der Flurgasse als nächstes, damit die fertig ist, bevor die Eisenbahnkreuzung zur Führung gebaut wird. Es kommt
begleitend dazu jetzt der Ausbau vom Kreisverkehr Lindengasse hinein, die Anbindung und die Stützmauer für die Verbreiterung von Geh- und Radwegen entlang der B70 und ganz zum Schluss dann die Sanierung der Asphaltdecke der B70. Plan wäre, dass wir bis zum 8. November, was die Baufirma schon gesagt hat, was recht sportlich ist, fertig werden. Das heißt, dort wird die große Eröffnung von GKB gemeinsam mit Gemeinde sein. 8. November, 11 Uhr ist von der GKB vorgegeben. Bitte, dass auch so viel wie möglich teilnehmen. Wir planen das auch bis in den Nachmittag hinein wirklich festlich zu begehen. Da haben wir dann alle Baumaßnahmen zusammengefasst. Noch eine Neuigkeit, die ich jetzt von vorhin gehört habe. Es findet jetzt dann demnächst gleich einmal schon die Asphaltierung des Radweges hinunter zum Kino, wobei der Teil der Straße noch geschottert bleibt, wegen den vielen Baufahrzeugen, die da noch fahren, damit wir die neue Asphaltdecke nicht hinmachen, solange bis Gardi und so weiter unten fertig ist. Das heißt, das wird dann im Anschluss starten, also auch noch heuer bzw. im Frühjahr, ganz früh nächsten Jahres stattfinden, dass auch die Straße nicht fertig wird. Aber der Radweg wird auf jeden Fall jetzt bald asphaltiert. Dann noch, das ist eine der wichtigsten Fragen, die vorigen Samstag am Sportplatz, aber davor schon im Bauausschuss aufgetreten sind. Wir haben es, das ist für mich grenzt wirklich an ein Wunder, wir haben von der Fachabteilung 13 eine schriftliche Antwort bekommen, was unseren Sportplatz, was uns glaube ich allen recht wichtig war, damit wir heute wirklich mit ruhigem Gewissen den Flächenbildungsplan endlich beschließen können. Und ich darf vorlesen vom Herrn Birnhuber Bernhard. Fahrabteilung 13, sehr geehrter Bürgermeister, die Änderungen einer Ausweisung im Flächenbildungsplan hat keine Auswirkungen auf einen baurechtlichen Konsens. Das Steiermärkische Raumordnungsgesetz 2010 enthält keine Regelung, die eine Untersagung einer dem Flächenbildungsplan widersprechenden Nutzung zur Folge hätte. Eine derartige Bestimmung gab es einmal unter § 50 des ROG 1974, sie wurde allerdings vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben und nicht mehr neu gefasst. Da man zur Ansicht gelangte, dass der Flächenentwicklungsplan nicht das geeignete Instrument für die Art komplexe Regelungen sei. Die Weiternutzung des sanierten Sportplatzes wäre daher rechtlich gedeckt. Neue Baubewilligungen können jedoch nur in Übereinstimmung mit der angehenden Ausweisung erteilt werden. Das heißt für uns, so wie wir es hineingeschrieben haben in der Ausschreibung, die aufgrund der Vorgaben im Bauausschuss getätigt worden ist, dass wir quasi den Sportplatz weiter nutzen möchten, bis der neue Sportplatz also fertig ist. Das ist also möglich, auch in der Flächenwidmungsplan wohnen, kann der Sportplatz in der jetzigen Form weiter genutzt werden. Das war uns, glaube ich, allen recht wichtig und das haben wir jetzt auch schriftlich bestätigt. So viel zum Bericht des Bürgermeisters heute. Ich darf in die Fragestunde eintreten. Und um eure Fragen. Gibt es Fragen heute? Bitte schön. Fluggasse wird hier gebaut, renoviert, die Asphaltdecke. Und da wird die Bahn unterführend neu gebaut. Ja. Die unterscheiden, dass zwei Wochen lang hier von der Kreuzmitte abgeschnitten sind. Ja. Wie ist daran gedacht, dass die Schulkinder in Schulen kommen, gefahrlos? Gibt es eine Möglichkeit? Es gibt, es wird eine Zeit lang, das ist mit der GKB, die GKB hat uns informiert, es gibt eine Zeit lang eine Möglichkeit, dass die Kinder drüber kommen, in der Zeit nämlich, wo die Bahnstrecke komplett gesperrt ist, aber nur solange die Grabungsarbeiten, das wird die GKB noch vor Ort sagen, und in der Zwischenzeit muss man leider mit den Kindern um und um fahren, beziehungsweise der weitere Weg über die Eingangsstraße wäre jetzt die einzige Möglichkeit, die mir einläuft. Wir haben ja die Möglichkeit geschaffen, vor zwei Jahren mittlerweile schon, ja. Dieselkinderöffnung, dass die Kinder zum Dieselkinder runterkommen, unser Taxi anrufen, das wird sie runter. Mit dem Busmobil, ja. Busmobil und die Kosten werden von Gemeinden übernommen. Ist diese Möglichkeit für die Schulkinder auch möglich? Also wenn ihr das Busmobil unten bestellt, gesammelt, dann könnte man heute, wenn ihr jetzt spontan die Gemeinderatssitzung erweitern wollt, weil ich kann das nicht allein bestimmen, könnten wir beschließen, dass wir die Kosten ebenfalls für diese Zeit fürs Busmobil übernehmen. Die Gefahr, dass die Schule kommt. Wobei, aber das ist natürlich ein super Vorschlag, wobei man natürlich jetzt sagen muss, die Organisation müsste von einem der Elternteile übernommen werden, weil ich weiß gar nicht, wer das unten als schulpflichtige Kinder hätte, die in die Schule müssen und um welche Uhrzeit. Das kann man sicher über die Lehrer herausfinden oder die Lehrer weiß, wo die Kinder wohnen. Aber wenn du das unten bekannt machen könntest, dann könnte man das heute machen, wenn ich das bei den Erweiterungsgruppen können, auf, dass man das als Punkt, als letzten öffentlichen Punkt dazu nehmen.
wenn das ganz allen reicht ist, ja, die wir dann zur Abstimmung bringen. Gäbe es Gemeinde das organisiert, oder? Das muss ich auch nicht. Gibt es eine weitere Frage? Ja. Zum Großmobil hätte ich eine Frage, und zwar gibt es da schon nochmal konkrete Zahlen, wie das genutzt wird, weil man hat jetzt eigentlich den ganzen Sommer nie ein Auto gesehen, und ich habe, wie ich nicht Auto fahren habe dürfen nach meiner Operation, wollte ich das selber nutzen, ja. Wollte vom Friseur heimfahren um 11.30 Uhr, hat es geheißen, nein, das geht nicht, weil um 11.40 Uhr fährt ein Autobus. Ich könnte von der Haltestelle Düll bis nach Hause gebracht werden, das sind 300 Meter. Ich weiß, das ist das, Grundproblem, vor dem wir kämpfen. Das ist genau das, wo wir beim Landesrat Lange dafür zuständig intervenieren und das Regionalmanagement uns in Aussicht gestellt hat, dass es dafür eine Lösung geben wird, die es zurzeit leider noch nicht gibt. Für uns alle ist klar, in diesen ganzen Konferenzen, wo alle Vertreter der Gemeinde sitzen, die das betreuen, dass sie sagen, das ist der Knackpunkt für die Funktionsfähigkeit von Gustmobil. Wenn diese Einschränkung, dass der innerörtliche Busverkehr oder überregionale Verkehr genutzt werden muss, weil die Initiative ist, funktioniert es nicht. Wenn ich sowieso schon 10 Minuten warten muss auf dem Autobus, weil ich kaum heizen kann, meine, das ist auch vom physikalischen Ambulatorium, den hat auch gesagt, zuerst sind relativ viele gefahren, aber jetzt kommt überhaupt niemand mehr, weil die müssen auch, wenn ein Autobus fährt, vom Ambulatorium hinüber hatschen zur Kreuzstraße, zur Autobushaltestelle. Und das kennen viele nicht, weil es sind sehr viele, die mit Krücken gehen, die wirklich... Wobei für eingeschränkte Personen gibt es die Möglichkeit, das einmal im Gemeindeamt bestätigen zu lassen, dass der so ist, und der darf dann auch von zu Hause abgeholt werden und gar nicht bei der nächsten Busbahnhaltestelle. Für das gibt es eine Ausnahmeregelung. Also wenn man körperlich so eingeschränkt ist, dass man nicht gehen kann, dann gibt es eine Bestätigungsmöglichkeit. Aber die Zahlen, kann ich nur sagen, wenn wir bis zum nächsten, es kann jederzeit... Okay, dann wird es da, die Zahlen werden versandt werden von uns, an alle Gemeinderatsmitglieder. Wir sind halt unter den Top 3 genutzten Gemeinden. Also Sendner, Hitzendorf und Lieburg sind die meistgenutzten Gemeinden. Es ist ja, Frau Holzapfel hat mir gesagt, von Doppelbad hat auch jemand aufgefahren wollen zum Unimarkt. Von der Haltestelle bis zum Krankenhaus mit dem Gustmobil, vom Krankenhaus zur Kreisstraße mit dem Autobus und von der Kreisstraße bis zum Unimarkt mit dem Gustmobil. Ja. Das ist genau das, das, genau das Beispiel, sagt, was der Wahnsinn ist und was das ganze System im Moment torpediert und auch in anderen hoch quasi schon versorgten Gemeinden, die an der Straße eine gute Busverbindung und das Busmobil uninteressant machen, und deswegen sind so viele Gemeinden jetzt in Diskussion. Dagegen kämpfen wir eh schon. Ich war, ich habe einen Termin gehabt, schon vor einem Dreivierteljahr beim Herrn Landesrat, und schauen wir mal, das Regionalmanagement hat wie gesagt in Aussicht gestellt, dass das jetzt behoben wird, dieser Missstand. Ich werde weiterhin mich dafür einsetzen. Das ist sonst wirklich ungleich. Weil es kostet die Gemeinde sehr viel Geld, und das kannst dann kaum jemand. Im Endeffekt muss man sagen, bei uns ist das noch eine Sonderregel, weil wir zahlen im Moment fürs Busmobil im Jahr nicht viel mehr, beziehungsweise sogar jetzt im Moment durch die Nachförderung das gleiche, wie wir damals für den Schulbus gezahlt haben. Und so hingehend wäre es natürlich auch richtig, was du vorher gesagt hast. Deswegen nehmen wir das auf. Gut, gibt es noch eine Frage? Status Park im Breitparkplatz Schadendorf. Hast du das letzte Mal, glaube ich, mit dem Herrn Bauamtsleiter diskutiert? Kann ich dir jetzt im Moment nichts Neues sagen? Wir haben mit der Grundstückseigentümerin einen Pachtvertrag. Zahlen wir dafür jetzt schon, oder? Wann? Da zahlt immer. Das ist auch eine gute Frage. Kann ich da heute ehrlicherweise nicht beantworten. Muss ich das nächste Mal sagen, aber sage ich da im Anschluss irgendwann in den nächsten Tagen, weil ich noch nicht weiß, wie weit man es anweist mit der GKB, denn die großen Verhandlungen gibt es nicht. Aber trotzdem wäre es sinnvoll, dass wir den Parkplatz vorher noch finalisieren könnten, ne? Um die Wintermonate zu nutzen. Ne? Das ist auch in meinem Interesse. Ich werde schauen, was wir machen. Es geht darum, die Einschaltung gefällt. Noch eine Frage? Ja? Strauchschnitt? Opfer, gibt es da schon irgendwas mit Söhnen? Also Museum Söhnen ist denn? Ja, genau, das ist eine Geschichte vom Abfallwirtschaftsverband. Da sind wir jetzt wie verblieben. Die Faktor ist jetzt so, dass der Strauchschnitt dann zum AWV noch mit abkommt. Ne? Ja.
Weil es würde in Erfurtsfelsen natürlich handeln kann mit der Karte. Das war der letzte Status. Das war der letzte Status. Aber es hat dann noch einmal eine Änderung und Nachgespräche mit der Firma UMS, es hat auch noch eine Sitzung gegeben, wo wir zwei Möglichkeiten angeboten haben, weil es schon viele mit Karten gibt. Aber ich werde es auch nachausschicken, die Frage bitte, weil ich kann die jetzt aus dem Stegreif auch nicht beantworten. Gibt es noch eine Frage? Ja. Nochmal mit der Flurgasse. Die Flurgasse wird erst noch asphaltiert. Und die letzten paar Wochen war ja sehr viel verkehrt an Salernstraße, Flurgasse, die Sperre da vorne. Wir können sich die Woche mit Menschen ansprechen und sagen, bitte fahr jetzt da hinten mal beim Bahnhof, die ganzen Auswärtigen, die VO und so weiter, Kennzeichen, wir haben mit einem erwischen, da waren doch einige unterwegs. Und du hast auch geschrieben im letzten Wochenblatt, dass sie sehr viele an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten und die Flurgasse ist doch sehr eng und wird doch von sehr vielen Fußgängern, sag ich mal, begangen. Gibt es da Möglichkeiten, wie ist diese Möglichkeit?